nein, die anderen sinken! Geil! Oh nein! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Oh! Oh mein Gott, der ist zurückgeschwommen! Leute, wir haben heute wieder ein richtig krasses Community-Event für euch vorbereitet. Und zwar heißt es heute, wer zuletzt kommt, mal zuletzt. Nice. So heißt es nicht. Es heißt so! Es heißt, wer zuletzt kommt, mal zuletzt. Nicht nur, wer zuletzt kommt, mal zuletzt, Digga. Hä? Leute, und damit herzlich willkommen zu diesem heutigen Community-Event. Wir haben eine unglaublich krasse Map für euch vorbereitet, Leute. Diese Map ist wirklich das heftigste, was ich jemals gesehen habe, meine Freunde. Die ist wirklich so crazy, Leute. Ihr seht hier diese... Tobi? Ja? Ist das die Map? Du hast eine Plattform. Tobi, sollte da nicht... Also, ist das die Map? Warte, was willst du mir jetzt schon wieder sagen? Also, wollten wir nicht Lava haben? Was Lava? Oh-oh. Unten oder oben? Unten! Das Loch! Warum willst du den größer machen? Ich hab kein Minecraft studiert. Oh, hast du kein Minecraft studiert? Dann bist du hier im falschen Job! Wir haben heute diesen wunderschönen Kreis hier, Leute. Und es geht darum, natürlich wieder inspiriert von einem amerikanischen YouTuber, weil Tobi keine eigenen Ideen mehr hat für Community-Events. Das ist doch von dir gekommen, nicht von mir. Das war deine Idee. Bitte sag's den Leuten. Das war nicht meine Idee. So, das gibt es. Ich ziehe jetzt deinen Arbeitsvertrag in den Papierkorb auf dem Desktop. Es geht auf jeden Fall heute darum, wir gehen tatsächlich hin und werden 100 Spieler in diesem Kreis haben. Und wer zuletzt in diesem Kreis steht, der bekommt von mir eine Amazon-Giftcard von 100 Euro. Das sage ich jetzt an der Stelle einfach mal, ja? Geil! Wir werden natürlich die anderen Spieler durch entweder gezieltes Auslöschen, eventuell random auswählen oder vielleicht sogar bestimmtes Heranlocken, ja? Davon abbringen, diesen Kreis hier zu verlassen. Vielleicht banne ich auch einfach Spieler irgendwann random weg, wenn ich keinen Bock mehr habe, mir das hier zu lange dauert. Wir haben jetzt eine Stunde Zeit. Ich muss das jetzt, hat Tobi mir gesagt, offener und anständiger kommunizieren. Wer auf meinem Twitch-Kanal kein Sub ist, hat Tobi gesagt, der ist für ihn in seinen Augen kein Mensch. Ich weiß, dass das eine ziemlich krasse Aussage ist, aber ihr müsst da Tobi einfach glauben, meine Freunde. Die Leute werden sterben, Tobi. Die VIPs, die letztes Mal gewonnen haben, sind auf jeden Fall auf dem Server drauf und ich sage euch eins, Tobi und ich haben uns vorher ein paar Gedanken gemacht. Tobi, du hast dir auch ein paar Aufgaben überlegt, ne? Ja, genau. Ich nämlich auch. Tobi, willkommen im Todeszirkel. Nein, ich spiele nicht mit. Willkommen im Todeszirkel. Wann hast du Geburtstag? Wann hast du Geburtstag? 64 Spieler sind bereits auf der Map drauf, Tobi. Und wir fragen uns heute, wer wird Champion des Kreises, oder? Ich. Ja, wir haben ja wieder ein ganz, ganz krasses Line-Up hier aufgestellt. Hier sind wirklich eine Menge Spieler gerade, die bereit sind, hier wirklich bis ans Limit zu gehen. Tobi, und die Gegebenheiten heute, sie sind forsch, sie sind ziemlich hart. Aber ich glaube, dass wir das ganz gut hinbekommen, oder? Oh, yeah. Wir werden auf jeden Fall sehen, wie die Spieler hier mit den verschiedensten Aufgaben, die die Game Master tatsächlich stellen, umgehen und tatsächlich auch schauen, ist man eventuell bereit, den einen oder anderen Freund hier zu betrügen? Das wird auf jeden Fall interessant werden, meine Freunde. Wer wird den finalen Zirkel gewinnen? 17 Leute hier noch Platz auf der Whitelist. Tobi, was denkst du heute? Wie wird das Ding hier ausgehen? Oh, ich sag mal so, einer wird gewinnen. Okay, meine Freunde, das heutige Community-Event beginnt. Verteilt euch auf der Karte und bleibt still stehen, denn jeder Spieler, der auffällig ist, wird von Tobi und mir wegeliminiert, wegeliminiert, wegeliminiert. Tobi, mach mit. Wegeliminiert, wegeliminiert, wegeliminiert. Das Wort ist so komisch, sagt man ganz oft hintereinander. Wegeliminiert, wegeliminiert, eliminiert, eliminiert. Es geht nicht. Und jetzt verteilt euch am besten alle mal auf der gesamten Karte. Tobi, du weißt, was es jetzt heißt. Sobald ihr jetzt herunterfallt, seid ihr tot und aus dem Rennen raus. Und ich sage euch eins. Bleibt lieber ruhig. Denn in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, Tobi, du dürfen jetzt jeden töten, der sich noch bewegt. Junge, der ist nackt. Hau ab, Alter. Der hat aber Mundschutz. Er hat Mundschutz. Ich möchte, dass sich sämtliche Skins in der Mitte sammeln, die einen grünen Pixel an ihrem Skin haben. Jeder, der das in 10 Sekunden nicht tut, ist tot. 10, 9, die anderen Skins bleiben stehen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Gut. Okay. Lord Schnief, du bist nicht in der Mitte drin. Tobi, wir gehen jetzt alle anderen Skins hier durch. Den grünen Pixel haben. Du bist zu spät. Ist das hier grün oder eher türkis? Alter, was ist denn mit ihm hier los? Der ist komplett wütend, Alter. Mach du mal weiter, was machst du? Der Spieler, der als nächstes oder als erstes von der Plattform jetzt springt, darf aussuchen, welcher Spieler gebannt werden soll. Der erste, der jetzt hier gleich drauf geht, darf sich einen Spieler aussuchen, der Bauer Gerald ist runter. Echt jetzt? Ja. Der ist runtergesprungen. Bauer Gerald ist tot. Okay. Nein, die anderen springen!
ihr müsst doch nicht den Bauer Geralt schon. Wem will Bauer Geralt wegbannen? Bauer Geralt, schreibt, also wir töten den einfach, wir töten die. Ja. Wer soll raus, Bauer Geralt? Wer soll raus? Das ist komplett geil, das ist komplett geil. Bauer Geralt schreibt, wartet. Oh, 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 oh. Er macht sich richtig Gedanken, okay. Emiro. Okay, TP'n zu mir. Emiro? Oh nein, Digga, der Arme. Runter mit dir. Tschüss, Emiro. Ich möchte, dass in 10 Sekunden nur noch weibliche Skins in der Mitte stehen. Sollte ein weiblicher Skin das nicht schaffen, ist er tot. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und 0. Tobi, wir können erstmal alle männlichen Skins hier in der Mitte umbringen. Keiner bewegt sich. Okay, sind hier außerhalb noch beide. Classic Jacob überhaupt eine Frau? Kann ich, also, Classic ja, Jacob. Das ist ja diese Alex. Oh, Feli, du bist eine Frau? Hm. Okay. Die haben alle Mundschütze an, Alter. Sind die eigentlich dumm? Ja, hallo, wegen, die sind, guck mal, die haben ja keinen Abstand oder so. Bist du eine Frau, Florian, hä? Oder siehst du einfach nur aus wie eine Frau? Tobi, du bist wieder dran. Pass auf, das ist sehr, 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 sehr gut. Die ersten 3 Leute, die jetzt von der Plattform springen, kriegen Whitelist-Plätze für das nächste Community-Event. Die ersten 3 Leute, die da runterspringen, Whitelist. Ihr kommt sofort aufs nächste Community-Event. Mr. KI ist dead, Nick EL und Slime Nater. Die anderen stellen wir alle. Sehr geil. Tobi, guck mal hier. Ui, 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 ui. Es wird gleich was bei. Oh. Oh. Geil. Man kann den Leuten so durch diesen Skin in die Seele gucken, weil sie komplett verunsicher sind. Sie wissen gar nicht, was sie machen sollen. Okay, Tobi, jetzt habe ich eine lustige Idee. Wie heißt aber dieser Effekt? Spektral. Okay, Tobi, nimm dir mal einen Spektral-Arrow und schieß einfach mal random, wenn du hier rumfliegst, irgendwo hin. Okay, wir haben wieder ein paar aussortiert. Ja, Tobi, ja, ich habe eine richtig kranke Idee, okay? Jetzt wird's richtig böse, okay? Pass auf, du musst mir helfen, ja? Okay, wer jetzt getroffen wird, ist raus. Und ihr bleibt jetzt alle stehen. Keiner bewegt sich jetzt von euch. Ich fülle nur ein paar mit Fire Charges. Ja, okay? wir füllen nicht alle mit Fire Charges. Ihr bleibt alle stehen, ihr bleibt alle stehen. Okay. Es ist komplettes Glücksspiel. Ihr müsst stehen bleiben, hört ihr? Okay, legt den Schalter um. 3, 2, 1, go. Oh, jeder, der brennt, töten, oder? Ja. Da hinten hat noch einer gebrannt. Nochmal. Es schießen ja dieselben. Ah, ui, da. Der ist ausgeweicht. Okay, ich glaube, aber sonst schießen wir in allen anderen vorbei. Ja, tatsächlich. Okay, wir versuchen es nochmal. Einfach nochmal. Boah, Digga. Die wir so knapp an den allen vorbeischießen. Okay, nochmal. Ja, nee, nochmal. Digga, guck mal, wie viel Glück. Oh nein, das ist random. Das ist halt random. Okay, gut. Wir haben auf jeden Fall nochmal gut ausgedünnt. Ausgeweicht. Ausgewichen, Mann. Fresse, Chat. Bubble, Alter. Ich werde jetzt von oben. Nee, das ist zu. Okay, ich mache jetzt. Lass ein TNT von oben runterfallen, ja? Ja. So, ich bin jetzt auf einem Glasblock. Da werde ich jetzt das TNT drauf placen. Mhm. Ich lasse es jetzt einfach runterfallen. Ich habe jetzt keinen Namen gesehen oder irgendwas. Das TNT fällt. Oh, ich glaube, das fällt gar nicht so weit. Nee, okay, fällt gar nicht so weit. Oh nein, der Arme, er weiß es schon. Oh, was? Keiner. Es hat keinen gehittet. Yoshi, Alter, uff, Digga, uff. Na ja, mach einfach was. Okay, also, wo der Schneemann jetzt zu welchem Spieler er zuerst hinläuft, die ersten 3 sterben. Ja, gute Idee. Oh nein, oh nein. Yoshi. Oh nein, Yoshi. Nein. Sobald, oh mein Gott. Okay, wo geht er hin? Oh, oh. Oh nein. Okay, wir können den Schneemann mal die Bahn ziehen lassen. Ja, wir lassen den Schneemann mal die Bahn ziehen. Oh nein! Tobi, der Schneemann! Nein! Er holt 2 weg! Was? Hat er echt 2 weg? Nein, geholt? Einer. Oh mein Gott, du hast ihn geschlagen. Schlag den Schneemann nicht. Pass auf, ich mach jetzt eine Spinne hier in die Mitte, ja? Oh oh. Ja gut. Die Pommesbude. Okay, zu wem noch? Lars? Okay. Na gut, das war's auch schon mit dem Spinnen. Stopp. Wir nehmen uns jetzt einfach. Pass auf, ich mach jetzt die Augen zu, okay? Flieg jetzt hier einfach rum. So, bin ich noch über dem Kreisturm? Ich hab die Augen komplett zu, ne? Ich nehme jetzt hier, ich hab Ach nicht so. Gesehen, wer da ist. So, Tobi, und jetzt? Die vom Wasser berührt werden, sterben. Oh nein, Flor ist schon dead, oder? Ist er dead? Oder hat er Glück? Er ist dead. Nur ihn hat's erwischt. Für meine Runde, also für mein Dings, alle Spieler dürfen sich jetzt für 5 Sekunden wieder bewegen. Ich zähl runter jetzt gleich. 1, 2, 3. So, und jetzt stehen bleiben. Okay, ich glaube nämlich, dass sie die Fireballs vergessen haben. Und da haben wir wieder, Digga, da haben wir wieder einen erwischt. Schade. Okay, ich spam die Fireballs noch 3-mal, okay. Revi. Mhm. Dann vielleicht erwischen wir noch welche. Ja, noch welche? Oh mein Gott. Ja. Digga, die haben nämlich die Fireballs vergessen. Jetzt an der Stelle würde ich sagen,
gehen wir hin und machen was ganz, ganz Perfides. Ich spawn jetzt einfach mal einen Gast und mal gucken, welcher Spieler zuerst davon geht. Robse. Wir machen weiter, wir lassen den Gast noch ein bisschen was leben. Vielleicht ist er schon befriedigt, vielleicht hat der Gast schon alles geholt. Ja, okay, dann der geht wohl in den Ruhestand. Geht er tatsächlich. Okay, so, der Wizzer, der wird jetzt gleich hier rumfliegen. So. Okay, der Wizzer fliegt los, gerade, oh Gott, hier der 38er. Da noch einer, die nächsten, wir machen noch drei. Hier dead. Okay, ich hab den Wizzer wieder. Ich hätte Wither geklatscht in Minecraft. Ich möchte, dass sämtliche Spieler, die etwas Weißes an sich haben, den mittleren Kreis betreten. 3, 2, 1, Stopp! Okay, du warst zu spät gewesen. Du warst auch zu spät. Ja, gut, oh, Tobi, ist das hier weiß? Guck mal, in seinem Mund. Der weiße Augen. Der hat ja weiße Augen. Bro, cooler Skin, wirklich. Der sieht echt dope aus, muss man wirklich sagen. Guck mal, deine Augen. Oh, der hat auch Augen. Was mit dem hier? Ja, Mann, guck mal. Oh mein Gott. Der ist ja. Schau ganz genau hin, okay? Pass auf, warte. Ich nehme jetzt einen Wurftrank, Tobi. Und die Armen, die jetzt alle in der Mitte sind, die werden jetzt gleich alle diesen Effekt haben. Ich werfe jetzt in 3, 2, 1. Und die, die den Effekt haben, müssen sterben. 3, 2, 1, go. Einer. Der Arme. Okay, noch eine Runde. 1, 2, 3, go. Keiner. 1, 2, 3, go. Oh, zwei Leute. Ich stell mich in die Mitte, direkt in die Leute. Werd 5 Pfeile in die Luft schießen. Oh, World of Dave. Oh. Dragon. Virus. Minecraft. Ja, okay. Das waren. Der erste Spieler, der runterspringt, kriegt eine 20 Euro Amazon Giftcard. Oh, ich glaube, wir haben ihn. Keiner runtergejumpt? DCP. Ist nur einer gesprungen? Ich glaube, ja. Okay, gut. Wir gehen hin und nutzen eine Glocke. Glocke. Achso. Gut. Alle Spieler haben jetzt eine Glocke, ist richtig, ne? Okay. Mehr wollte ich gar nicht. Ich möchte, dass jetzt gleich alle Spieler auf 3 oder wenn ich in den Chat schreibe, go, loslaufen und sich dann alleine wieder zu einer Glocke hinstellen. Wir werden aber 3 Glocken wieder entfernen. 3, 2, 1. Und go. Lauft. Überall, wo 2 Leute sind, sterben leider beide. Oh, oh. Und stopp. Classic Jacob. Herzapfel. Oh, beide okay. Tot. Okay, gut. Die tun mir richtig crazy leid, ne? Wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spieler. Ich habe hier 3 Türen. Ich habe da hinten Blöcke hingebaut. 2 davon sind TNT, einer ist dir. Wir werden die gleich freisetzen, nur damit die jetzt nicht sehen. Jeder von euch dreien sucht sich jetzt eine Tür aus, wo ihr reingehen könnt. Da könnt ihr erstmal reingehen und kann nur einer überleben. Die anderen Spieler in der Mitte bitte alle sneaken. Wer gleich nicht sneakt und nicht zurückkommt und sneakt niemand, dann seid ihr tot. Und du darfst jetzt mal die Blöcke hier freilegen, also die obersten hier wegbauen. Hier, den hier zum Beispiel. Oh, damn, das ist böse, Tobi. Das ist wirklich, wirklich böse, Alter. Okay, 3, 2, 1. Oh nein. Oh nee. Oh nein. Okay. Nein. Tobi? Lupo und wer? Es tut mir wirklich leid. Ja, aber. Der rennt raus. Der verbrennt einfach so tot so. Und rennt raus. X-Rape in die Mitte. Es wird immer spannender. Zähme die Pferde, sobald ich Go in den Chat schreibe, okay? 3, 2, 1 und Go. So, wer macht am schnellsten? Wer als letztes auf dem Pferd sitzt und da auch bleibt? Oh, einer hat schon geschafft, Digga? Nee, das dauert ein bisschen. Ja, doch, oh lol. Bei dem waren schon Herzen. Guck, Der hat's auch geschafft. X-Ray hat's auch. Philipp hat's nicht geschafft. Philipp auch noch nicht. Philipp hat's noch nicht und Denik, MC. Oh, Denik hat's. Philipp ist letzter. Schade, Mann. Denn jetzt, wo wir Pferde haben, Tobi, wäre es natürlich dumm, kein Pferderennen zu machen, oder? Der Nächste, der mit seinem Pferd ins Wasser springt, kriegt eine 20 Euro Amazon Giftcard. Wo ist hier Wasser? In die Lava. Freunde, 20 Euro Giftcard, hallo. Wollen die nicht, die wollen die 100, die Gamble, das sind Spieler. Okay, stellt euch bitte alle in der Startlinie hier auf. Wir lassen jetzt einfach mal ein paar Runden laufen, weißt du, was ich meine? Okay, sobald ich Go schreibe, dürft ihr 4 loslaufen. Go. So, und jetzt rennt ihr einfach mal ein paar Runden, rennt ein paar Runden mit eurem Pferd. Wir werden hier kleine Hindernisse aufbauen, Dinge, über die ihr drüber springen müsst und sowas, wisst ihr? Oh, weißt du was, ich baue einfach mal ein TNT mit einer Trap da oben drauf hin. Echt? Oh, der triggert die. Ah, das hat aber keinen erwischt. Einfach weiterlaufen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wer stehen bleibt, stirbt. Mach ich noch ein paar Löcher rein. Gucken, dass ich hier auf jeden Fall... Oh, was?
zwei sind draufgegangen. Oh mein Gott, okay, die letzten beiden. Sind Alter. Die beide draufgegangen? Stopp, die letzten beiden, stopp. J11 hat einfach zwei Leute hops genommen. Nee, es sind doch drei Leute. Drei Leute leben noch. Wir haben hier It's Chicken, G und X-Kassan, please. Okay, okay, okay. Das sind jetzt drei Kandidaten, die jetzt hier den Win holen können, Tobi. Ich möchte, dass ihr alle jetzt einen goldenen Apfel esst. Ja, lasst ihn euch schmecken. Pass auf, ich werfe jetzt hier zwei Schwerter hin. Die beiden, die Schwerter bekommen, und ihr müsst versuchen, die Schwerter zu bekommen. Wenn ihr nicht loslauft, seid ihr selber schuld, müssen kämpfen. Nur einer wird überleben. 3, 2, 1 und go. Holt euch die Schwerter. Los. Okay, wir haben zwei Leute, die Schwerter haben. Jill, du kannst dich raushalten. Ihr beide müsst jetzt kämpfen. Immer schön alles auf Random-Basis, weißt du? Ey. Oh, okay. Kassan Place versus J1155. Die letzten beiden Spieler also. Wer wird zuerst vom Pufferfischschaden getroffen? 3, 2, 1, go. Dieser kleine Fisch, ihr bleibt jetzt stehen. Dieser kleine Fisch entscheidet jetzt über euer finanzielles Leben oder nicht. Bro, der driftet hier richtig. Jetzt stirbt er. Okay, nochmal der Fisch. Wieso schwimmen die alle dahin? Oh oh. Wer kriegt zuerst den Fischschaden? Oh oh. Oh! Oh mein Gott, der ist zurückgeschwommen! Alter. Die sind schon aggro. Ja, was denn? Digga, was machen die? Oh! Ah, wer war's? Bekommen. Jay. Es tut mir leid, Jay. Der wollte davor bei den 20 Euro, wollte der runterspielen, glaube ich. Echt? Okay, ja, dann gönnen wir ihm auf Ehre. Jay kriegt nochmal einen 20er. Und du, mein Lieber, Kossan, please, kriegst einen 100 Euro Amazon-Gutschein. Ehrenmann, Alter. Sehr, sehr geiles Ding. Das war auf jeden Fall ganz nice hier mit dem Kreis, Leute. Das war's vom Kreis des Todes, meine Freunde. Und ich bin absolut geil drauf, weiterhin Spieler auf diese Art und Weise bestialisch zu quälen. Geil, Mann. Ehrenhaft. Wirklich ehrenhaft. Das war's auf jeden Fall von diesem wunderschönen Event, meine Freunde. Es war eine absolut arschgeile Nummer. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, Daumen nach oben und Twitch Prime nutzen. Juhu, auf Wiedersehen. Pff, tschüss.